Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder 8 richtig typisch deutsche Kommentare, die ich immer wieder von euch zu lesen bekomme. Vor einiger Zeit habe ich auch mal ein ähnliches Video gemacht und da ging es vor allen Dingen um typische Kommentare, die ich immer wieder über die USA höre. Und auch das werde ich unten verlinken, könnt ihr euch nach diesem Video anschauen. Leider habe ich es letzte Woche nicht geschafft, für euch einen Wochenvlog hochzuladen. Dafür hat aber Cora ein Video hochgeladen. Falls ihr noch nicht seinen Kanal kennt und falls ihr euch für Autos interessiert, dann schaut es euch an. Auch sein Video werde ich unten verlinken. Ja, und nun kommen wir mal zu 8 typisch deutschen Kommentaren, die ich immer wieder zu lesen bekomme. Was sagen denn eure Nachbarn zu den ganzen lauten Autos? Immer wieder bekomme ich zu hören, was sagen denn eure Nachbarn dazu? Und es ist einfach sowas von typisch deutsch. Ehrlich gesagt haben wir noch nie Probleme damit gehabt. Und wir haben ja schon in vielen Nachbarschaften gewohnt. Wir wohnen schon seit 15 Jahren in den USA. Und also unser Nachbar hier, der hat uns letztens einfach nur gefragt, weil er die Autos cool findet und hat uns ein bisschen darüber ausgefragt, weil er sich halt auch überlegt, ein Auto zu kaufen. Aber es gab noch nie Gemecker, Geschimpfe. Es gibt hier auch keine Sonntagsruhe wie in Deutschland. Also jedes Mal, wenn ich die Frage lese, muss ich schmunzeln und überlege mir immer, Mensch, was habt ihr denn da alles für Probleme mit euren Nachbarn? Denn wir haben überhaupt gar keine Probleme mit unseren Nachbarn und es interessiert kein Mensch, was wir für Autos haben. Viele Amerikaner fahren ja auch sehr laute Autos, viele große Trucks, das ist ziemlich normal. Die sind auch alle laut, also es interessiert wirklich überhaupt kein Schwein. Wenn ihr eBay-Geschäfte macht, dann müsst ihr doch auch Steuern zahlen. Auch über diese Frage oder Aussage muss ich immer schmunzeln. Ja, natürlich zahlen wir Steuern. Wir sind doch nicht ausgewandert, um keine Steuern zu zahlen. Was ist das denn? Jeder anständige Bürger in Deutschland und auch in den USA zahlt natürlich Steuern. Fakt ist aber trotzdem, dass wir natürlich viel, viel weniger Steuern zahlen als in Deutschland. Egal ob als Selbstständiger oder Angestellter, in Deutschland sind die Steuern ja wohl übermäßig hoch. Zum Beispiel beträgt die Selbstständigkeitssteuer, also die Self-Employment Tax, in den USA 15,3%. Und darin befinden sich übrigens 12,4%, die direkt in die Social Security reingehen. Und das ist sozusagen die Rentenversicherung. Und die restlichen 2,9% gehen in die Medicare. Und das ist dann die Krankenversicherung, wenn du über 65 bist. Und das bedeutet, dass wir also tatsächlich eine Rente bekommen als Selbstständige von der Regierung und auch eine Krankenversicherung, wenn wir 65 sind. Also meine Wand ist 36,5 cm dick und ich lebe nicht in einem Papphaus. Auch dieser Punkt bringt mich jedes Mal zum Schmunzeln. So niedlich, dass also so viele von euch Bescheid wissen, wie dick ihre Mauer ist und darauf stolz sind. Deutsche Wertarbeit, das ist auch okay, wenn ihr euch damit wohlfühlt und sicher. Ich muss jedoch sagen, ich wohne lieber in den USA in einem Papphaus als in Deutschland in einem Steinhaus. Meine persönliche Meinung. Ehrlich gesagt würde ich sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde lieber in den USA in einem Campingwagen wohnen als in Deutschland in einem Steinhaus. Übrigens habe ich auch ein Video darüber gemacht. Sind denn wirklich alles Holzhäuser in den USA? Schaut es euch an, ihr werdet bestimmt überrascht sein. Ey, schick mir mal ein Nutella-Glas. Ich geb dir auch 40 Dollar. Ach nö, das ist ja lieb von dir, dass du mir dann auch 40 Dollar gibst. Denn für mich, warte mal, kostet es 53,40 Dollar Versandkosten, das Nutella-Glas zu dir zu schicken. Plus nochmal 3,48 für die Nutella plus Steuern. Finde ich also wirklich goldig, dass du mir 40 Dollar gibst, um dir das zu schicken. Die Versandkosten sind unglaublich und die sind irgendwie in diesem Jahr nochmal angestiegen. Es ist also verrückt,
Es ist überhaupt nicht mehr möglich, irgendwas aus den USA nach Deutschland zu schicken, weil es so mega teuer ist. Es ist unglaublich. Während meine Freundin Antje mir also ein Paket jetzt schicken konnte per Schiffversand aus Deutschland in die USA, ihr aber gesagt wurde, es kann 60 Tage dauern, sie konnte es für 8,90 Euro losschicken, gibt es diese Möglichkeit hier überhaupt nicht. Es gibt nur den Luftweg und der ist unglaublich teuer. Lohnt sich leider nicht. Oh, sag nicht immer Cent, das heißt Cent. Oh. Immer wieder werde ich korrigiert. Ich nenne ja oft Preise, wenn ich im Supermarkt bin zum Beispiel. Aber es ist eben so ein Ding, dass in Euro man bei der Mehrzahl immer noch sagt Cent, 1 Cent, 2 Cent. Aber in den USA ist es nicht so beim Dollar, da sind es tatsächlich Cents. 1 Cent, 2 Cent. Und so werde ich auch hin und wieder bestimmt in Videos mal umschwenken zu Cent mal Cents. Es ist ein bisschen verwirrend, aber es ist tatsächlich offiziell in den USA. Der Plural von Cent ist Cents. Du, Sissy, ich bin ja staatlich geprüfter Industriefachwirt. Kann ich denn da eine Stelle finden in den USA? So oder ähnlich bekomme ich also fast täglich Fragen, auch auf Instagram, immer bezüglich eures Berufes, was auch immer ihr gelernt habt. Und ist es denn möglich, dann einen Job in den USA zu finden? Ganz ehrlich, die Antwort darauf kann ich euch nicht geben. Erstens, und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, Ausbildung in den USA, gibt es das? Werde ich auch unten verlinken. Erstens ist die genaue Berufsbezeichnung, die ihr dort habt, häufig überhaupt kein Beruf in den USA. Gibt es nicht. Ihr müsst wirklich verstehen, dass fast alle Ausbildungsberufe, auch sogar im Studium, das sind Namen, die gibt es so in Deutschland. Die wurden quasi erfunden nach einem deutschen System. Und selbst in Österreich wird es häufig schon ganz anders heißen. Und insofern ist es so schwierig zu sagen, was für ein Beruf wäre das denn hier? Und ich habe natürlich auch keine Erfahrung, ob jetzt dieser Beruf gewollt ist, ob er hier notwendig ist. In den meisten Fällen wird es schlichtweg kein 1:1 Beruf dazu geben und ihr müsst euch halt irgendwas finden, wo ihr meint, ihr seid fähig, diese Tätigkeit aufzunehmen. Insofern, für mich ist es immer super schwer, sowas zu beantworten. Und es hängt ja auch so viel von euch davon ab, auch in Deutschland. Egal, was ihr gelernt habt, hängt es ja an euch, ob ihr diesen Job bekommt, wie gut ihr seid, wie ihr euch anstellt im Bewerbungsinterview. Insofern ist es für mich nicht machbar, euch darauf eine Antwort zu geben. Ihr könnt Erfolg haben oder auch nicht. Nehmen wir mal das Beispiel eines Maklers. Ein Makler kann super erfolgreich sein oder auch nicht, je nachdem, wie er sich anstellt. Außerdem wird immer wieder vergessen, dass es natürlich regional darauf ankommt, wo ihr hingeht. Auch in Deutschland ist es so. Wenn ihr in einem kleinen Kaff irgendwo wohnt, dann werdet ihr wahrscheinlich weniger Chancen haben, einen Job zu finden, als wenn ihr in einer Großstadt wohnt. Und genauso ist es natürlich auch in den USA. Grundsätzlich würde ich mich informieren über Jobs auf Seiten wie Indeed.com, Glassdoor.com oder Monster.com. Ich habe allerdings auch schon mal ein Video gemacht, wo ich ein paar bestimmte Berufe nenne, die auf jeden Fall erfolgreich sein werden in den USA. Warum sind da eigentlich nie Menschen, wo du filmst? Weder auf der Straße noch im Garten. Total seltsam. Ja, auch das ist eine Frage, die mir also sehr häufig gestellt wird. Und da kommen wir mal auf zwei Dinge zu sprechen. Erstens, die Amerikaner lieben ihre Autos. Es ist nicht wirklich so, dass man sich zu Fuß fortbewegt, sondern das ist eher eine Art Spaziergang. Man geht also zum Beispiel mit seinem Hund spazieren oder alleine einfach nur, um sich zu bewegen. Man läuft aber eigentlich nicht zum Supermarkt oder zu einer Einkaufsmeile oder irgendwie solche Dinge. Man läuft nicht. Laufen ist eine sportliche Aktivität. So, und damit ist schon mal so ein bisschen abgedeckt, warum man nicht so häufig Leute laufen sieht. Die fahren halt Auto, wenn sie irgendwo hin müssen. Dann der nächste Punkt, warum sieht man die nicht in ihrem Garten? Häufig gehen wir ja spazieren und dann seht ihr in unseren Wochenvlogs, da ist keiner. Warum sieht man denn keiner? Und dazu gibt es zwei Antworten. Erstens ist es in den USA sehr häufig, dass man einen Vordergarten hat, aber auch einen Hintergarten.
Auch bei uns ist das der Fall. Und dazu stellt ihr mir auch so häufig die Frage, warum gibt es denn bei euch keine Zäune? Und Zäune befinden sich meistens in vielen Fällen, natürlich gibt es auch immer hier und da andere Fälle, aber sehr häufig ist es, dass man eben nur hinten einen Zaun hat, aber nicht vorne. Und wenn sich Menschen in ihrem Garten befinden, dann sind sie hinten und nicht vorne. Vorn ist eher nur, damit es hübsch aussieht, wie so eine Art Dekorationsgarten. Und der echte Garten befindet sich hinter dem Haus. Das heißt, wenn wir da spazieren gehen in den Communities und euch das zeigen und da sind Leute draußen, dann sind sie hinten. Also sehen wir sie nicht. Und dazu kommt aber noch der nächste Punkt. Selbst wenn jetzt Leute sich dort befinden, dann kann ich die doch nicht einfach filmen. Das wäre doch ziemlich unverschämt. Und auch das ist also ein Grund, warum ihr nicht so häufig Menschen seht. Ich kann ja nicht einfach mein Telefon auf irgendwelche Leute, die genau gerade dort vorne im Garten sitzen, richten. Und insofern stelle ich die Kamera auch immer wieder aus, um die nicht zu filmen. Es wäre ja ein bisschen unverschämt von mir, wenn ich die da beim Sonntagsfrühstück oder so filme. Du sag mal, Sissi, was machen eigentlich eure Nachbarn von Beruf? Auch diese Frage wird mir tatsächlich immer wieder gestellt und ich denke immer nur, das ist ja lustig. Ich meine, wisst ihr, was alle eure Nachbarn machen? Grundsätzlich weiß ich nicht, was die alle machen, zumal wir da ja spazieren gehen in größeren Umkreisen. Ich kann doch nicht von all meinen Nachbarn wissen, was die beruflich machen. Ich weiß, was mein unmittelbarer Nachbar dort drüben macht. Der ist im Computerbereich, im IT-Bereich. Und ich weiß auch, was er macht. Er ist im Bauwesen tätig. Aber sonst weiß ich eigentlich von wenigen meiner Nachbarn, was die beruflich machen. Ich habe aber mal versucht, online herauszufinden, was sind so typische Berufe in den USA. Und da gibt es hier einmal die Tabelle, das ist jetzt also Most Common Job Openings, das meist verbreitete Job Opening. Und in Georgia ist das Sales Associate, das ist also ein Verkäufer. Und auch in Kalifornien ist das der Verkäufer. Und wir sehen überall in den USA scheint das so eines der Most Common. Und als zweites kommt dann in Georgia Registered Nurse, das ist also eine staatlich geprüfte Krankenschwester. In Kalifornien ist das Shift Supervisor. So, und hier ist mal eine Liste von Indeed. Das ist, wie gesagt, so eine Website, da könnt ihr euch auch sehr schön umgucken, wie viel verdient man in welchem Beruf. Und das sind die Best Jobs of 2020 in den USA. Und was haben wir da? Da haben wir zum Beispiel auf Platz 3 Makler, Real Estate Agent, das ist Makler. Nur wie gesagt, nur weil das jetzt hier steht, das ist Best Job, heißt es nicht, dass ihr Erfolg darin haben werdet. Als Makler, da muss man sehr gut kommunizieren können und am besten viele Menschen kennen. Und man lebt ja davon, dass die einen weiterempfehlen und zufrieden sind mit deiner Arbeit. Also ja, da kannst du gut sein oder auch nicht so gut. Und Platz 4 ist Dentist, Zahnarzt zum Beispiel. Und hier haben wir mal eine Liste, the highest paying job in every state. Also hier haben wir die Berufe pro Staat, wo man am meisten verdient. Und was haben wir hier in Georgia? In Georgia ist es der Surgeon, also der Chirurg, verdient in Georgia am meisten. Ja, und wenn ihr euch das hier anschaut, das sind alles im Grunde Ärzte, fast alles Chirurgen oder auch Kieferorthopäden, die halt sehr gut in den USA verdienen. Und damit habt ihr es, die 8 typischen Kommentare, die ich ständig zu lesen bekomme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war's für heute. Bleibt gesund und munter, ihr Lieben. Tschüss, eure Sissi.